bauen wir einfach mal hier unser Dach fertig. Unser Dach werden wir vielleicht später mal noch umgestalten. Ich meine, zurzeit haben wir hauptsächlich Holz zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob wir ja noch was irgendwie Steine dran hauen sollen oder irgendwie was anderes tun. Lasst euch überraschen. Und so. Nein. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Jetzt können wir zumindest hier diese Blöcke entfernen. So. Och je, komm mit. Nein! Och Mann! Jetzt bin ich hier komplett runtergeflogen. Wir haben ja noch 9 Holzstufen. Da können wir gleich mal neue machen, wenn wir jetzt ja schon runtergeflogen sind. Ich habe jetzt gerade gar keinen Bock auf das Dach. Dann lassen wir es jetzt erstmal mit dem Dach und ich mache zwar hier noch diese Treppen hier, aber dann lassen wir es erstmal vorerst fürs Dach und suchen lieber mal Schäfchen, damit wir mal nachts schlafen können. Wäre nämlich mal nicht schlecht. Das ist auch etwas besser als jetzt hier die ganze Zeit nur das blöde Dach hier fertig zu bekommen. So, hier mal in die Kiste, diese zwei, ja. Goldspitzhacke nehmen wir mal. Nein, die nehmen wir mit. Ich will die mitnehmen so. Das Holz lassen wir auch mal noch da. Hier, ei, wir brauchen nicht so viel. Schneebälle lassen wir auch mal da. Setzlinge lassen wir wieder da. Den Dreck können wir da lassen. Zumindest. Ach komm, den sticken wir jetzt hier. Wo ist denn jetzt? Also ja, ist schon gestickt, okay. Holzaxt, ja. So würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal. Och Mann, jetzt wird es gerade wieder dunkel. Dann gehen wir jetzt erstmal hin. Und oh shit, wir haben zu wenig Pflastersteine. Das heißt eins, wir müssen hier nach unten gehen. Und da wir ja gerade auf einer schwebenden Insel sind, können wir hier schön etwas Kobbels und ernten. Ich sehe euch auch, ja. So, das reicht mal fürs Erste. Und gehen wir einfach wieder hoch.
Und wir machen uns jetzt einfach hier mal schnell einen Ofen. Tada, Ofen. Jetzt, och nee, oder? Wir haben jetzt hier, ja, wir brauchen jetzt hier Holz, um Kohle herzustellen, damit wir uns Fackeln machen können. Und die Kohle, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt kommen wir mal mit 8, damit es eine gerade Zahl ist. Jetzt bleibt so oben. Toll, fall runter, jetzt fall halt runter bitte. Jawohl. Sieht auch, ups, sieht auch schon mal sehr schön aus, so von der Ansicht. Wenn es erstmal fertig ist, sieht es bestimmt noch mal 10-mal besser aus, aber schon mal der Rohbau ist schon mal imponierend. Was natürlich auch sehr vorteilhaft ist, wenn wir die Monster eingeschaltet haben und wir hier oben leben, dann kommen die Monster natürlich nicht so schnell hier nach oben. Und jetzt hauen wir erstmal hier Holz in den Ofen. Eins halt behalten wir mal noch. Und da haben wir schon mal hier die erste Holzkohle. Aus einer Kohle kann ich meiner Meinung nach 4 Fackeln machen. Jawohl. So. Hierhin 2 Holzkohle haben wir. Und dann mal noch eine dritte. Jawohl. Jetzt haben wir mal 12 Fackeln. Und ich würde sagen, damit können wir uns auf den Weg begeben, um Schäfchen zu suchen. Ach nee, was ich ja zuvor noch machen wollte. Sonst verlaufen wir uns. Ich wollte ja erst noch diese Art Antenne bauen. Ich glaube es nicht, dass wir... Ich nehme, glaube ich, eh kein Holz. Ich nehme lieber Erde. So, und dann machen wir einfach hier mal unser Zeug in die Kiste. So. Weil wir müssen jetzt wahrscheinlich wohl oder übel sterben. Klingt jetzt auch hoch, okay. So, jetzt machen wir hier noch das weg. Wieso habe ich jetzt noch meine Steintaufel dabei? Hallo? Wieso habe ich jetzt... Hä? Den habe ich doch jetzt gerade in die Kiste gelegt, oder? Jetzt habe ich... Hä? Jetzt habe ich hier wieder mein Inventar voll. Wie ist jetzt das gegangen? Und ich will auch kein
Ich wollte hier Erde nehmen. Hier. Was war jetzt bitte schön das? Jetzt ist mein Inventar aber wirklich leer. Das frage ich mich jetzt echt, was das sollte. So, hier wollte ich hier oben drauf. So, und jetzt halt hier hin. Ich jetzt wieder eine Steinschaufel, wenn ich hier abkloppe. Nö. Wieder ein Dreck hier in Bollenerde. Boah, ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendwie das Fail. So, jetzt bauen wir uns hier hoch. Übrigens sehr interessant da drüben hier. Das Eis, das sieht richtig toll aus mit diesen Strichen in der Mitte. Sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie lustig. Im Übrigen hier oben kann ich jetzt gerade mal schauen, ob es hier... Nein, da hinten geht es nicht. Also ich kann hier gerade mal schauen, ob es... Ach, da hinten sieht's aus, als wäre es da hinten die Eiszeit vorbei. Sieht sehr interessant da hinten aus. Da hinten würde ich mal gerne hinlaufen. Und wir spawnen jetzt wahrscheinlich da drüben auf der kleinen Insel da. Also, bis gleich. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Nein! Jay White fiel der Schwerkraft zum Opfer. Nein! Punktstand 0. Wir haben aber schon viel geschafft. Jetzt haben wir hier nämlich unseren Orientierungsmast. Und ja, wir sind wieder auf der kleinen Insel hier gespawnt. So, jetzt gehen wir ja wieder an unsere Kiste und wir wollten mitnehmen die Steinaxt, die Holzspitzhacke, die Fackeln, das Ding, die Schaufel meinte ich und die zwei Äpfel. So. An die Sonne geht auf. Sehr schön, dann können wir jetzt hier bei Sonnenaufgang. Jetzt muss ich überlegen, wo ging's jetzt, wenn da drüben der Wald ist, ging's in diese Richtung, genau. Dann laufen wir jetzt einfach mal in diese Richtung um, zu schauen, wo das normale Land ist. Da werden wahrscheinlich dann auch Schäfchen rumlaufen. Weil vielleicht ist das auch so, dass in diesen Eiswelten gar keine Schäfchen spawnen. Das könnte sein, weil die Kühe haben wir ja reichlich. Mut zurück. Wir müssen jetzt auch nicht schwimmen, wir können ganz gechillt übers Eis laufen. Was denn hier? Was ist da los? Sieht aus, als wäre da unten eine Höhle. Interessant. Da drüben haben wir Sugarcanes. Also Zuckerrohr. Und Kürbisse. Sehr toll. Wow. Wow. Sehr epic. Bauen wir die Kürbisse ab. Ja gut, ein schwerer Mal ist keins bei. Ja, ihr blöden Kühe, ey. Euch brauche ich nicht, ey. Dann haben wir sogar Lava. Da könnten wir sogar dann Obsidian züchten. Und da oben haben wir Kohle. Und hier fließt irgendwie mal so aus Langeweile Wasser runter. Und da drüben haben wir Lava.
Interessant, da will ich jetzt nicht reinfallen, aber... Und was ist das hier, bitteschön? Interessant, interessant. Das hier ist auch sehr interessant. Da ist noch ein See drin, toll. Aber Schäfchen sind ja wahrscheinlich auch keine. Hm? Was für eine große Höhle das hier ist. Ey, es sieht echt epic aus. Hier geht's als noch weiter. Ach, hier geht's wieder raus, okay. Okay, hier haben wir noch hier Kies, meinte. Und hier ist irgendwie so ein Gebirgshänger. Hühner haben wir ja auch schon. Die blöden Hühner bringen uns jetzt aber auch nichts. Och Mann! Mu! Ich will jetzt aber kein Mu, ich will ein Mäh! Au! Sehr epic! So oben. Ne, da oben geht's nicht weiter. Hier geht's überhaupt nicht weiter. Aber schon mal sehr interessant, dass hier einfach mal Wasser runterfließt. Sehr interessant. Hier ist auch noch mal so ein kleines, eine kleine Wasserhöhle. Menno, ich will jetzt, dass hier irgendwelche Schafe in den nächsten. Ja, okay, das ist auch ein kleiner Fail hier. Kühe haben wir genug, aber kein einziges Schaf. Wow, 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 wow. Okay. Lol. Was ist das? Da unten ist eine Höhle. Sollen wir jetzt mal da runter gehen? Nee, lieber nicht. Warten wir mal noch, bis die Monster an sind. Dann können wir schön bequem da runter gehen. Übrigens auch ein sehr schöner Baum hier. Und das hier, das sieht ja richtig nobel aus. Wie eine richtige Treppe hier gebaut. Ja, du blöde Kuh! Ich brauche jetzt echt keine Kühe. Ich will, dass hier Schafe sind, ey. Die Jagd nach den Schafen. Wir könnten jetzt natürlich auch irgendwie hier wie so ein Penner durch die Gegend laufen und irgendwelche Spinnen töten. Die Höhle führt hier irgendwo hin. Boah. Ich will jetzt hier nicht gerade sterben. Und wo kann ich da runter? Dürfte eigentlich funktionieren. Ja. Nicht mal groß Schaden bekommen.
Im Notfall sterben wir einfach, dann sind wir eh wieder zu Hause. Aber was jetzt hier drunter? Ach, normaler Sand, okay. Der Schalkin ist gerade verfallen. Hier sieht aus, als würde die Schneewelt enden. Dafür haben wir jetzt hier Wüste. Mit Wüste habe ich jetzt nicht gerechnet. Out of memory, dann beenden wir an dieser Stelle die Folge. Und bis bald.